Entering the Solar Core. Survive, okay. Survive, das versuche ich die ganze Zeit. E2 M8, was? Wie das? Das ist jetzt sehr, sehr komisch. Ich war eigentlich hier in E. Ah, es ist ja E2, oh Gott, doch, Gott. Hat den Denkfehler, Zombie. Hä? Ist das die Alien Queen? Lol. Sie ist der einzige Gegner hier. Dann mache ich sie mal kaputt, würde ich mal sagen. Ey. Sie fungiert hier wahrscheinlich so als eine Art Cyberdemon-Ersatz. Bedeutet, wenn... Ja, deswegen haben sie wahrscheinlich E2 M8 benutzt. Das hier wurde jetzt verwendet als Ersatz für den Cyberdemon. Und wenn der in E2 M8 stirbt, der Cyberdemon, ist es halt in Doom schon rein programmiert, dass, dass dann das Level zu Ende ist. Das habe ich schon mal getestet. Okay, sowas. Okay, okay. Wir haben jetzt halt kein Leben, ne? Leben, ich meine keine Munition. Denn ohne diese wird es ganz schön schwer werden, hier irgendwas zu erreichen. Oh, was haben wir hier? Cargo Bay. Lol, lol, lol. Aha. Ja, Mann, ey. You made it, the queen is dead. Das ist schön. The nest is history and the derelict. Gott, das Wort kenne ich jetzt nicht. Black bearing host ship was probably destroyed in the blast. Most of those who came to LB-426 are dead. But you are safe. Ja, das ist schön. On the Silico. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Sorry. Keine Ahnung. The nightmare is over for now. Thanks for playing Aliens DC. Be sure to distribute it to your friends. Bla bla bla. Habe ich eigentlich schon getan, mehr oder weniger zu allen, die ich kenne. Die Doom spielen. Bloodborne, meine Person. Lol. Naja. Also privat meine Person. Wunderbar, genau, hier unten steht's noch. E3 M1 und E3 M2 sind auch Bonus-Level, die können wir noch spielen. Die werde ich auf jeden Fall auch spielen. Und dann würde ich mal sagen, sieht man sich in eben diesen Leveln wieder. Bis dann, ciao.